Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. So, ich habe mir diese Maschine hier jetzt ein paar Minuten lang angeguckt und es scheint so, als hätten wir hier fast 100%. Immer wieder mal sinkt es ein kleines bisschen unter 24, 23 oder so. Dadurch stoppt die Produktion kurz. In der Zeit kommen aber so viel Schrauben rein, dass es dann mehrere Zyklen voll produzieren kann. Also wie gesagt, fast 100%. Und das ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, die unwichtige Maschine, ne? Die wichtige Maschine, die auch hauptsächlich versorgt wird, ist die hier. Und die dürfte jetzt überproduziert werden. Mit Schrauben. Mal kurz kontrollieren. Nach diesem Zyklus fällt es auf 38. Ich hoffe, nach dem nächsten sind es mehr als 38. Jo, aber ich achte noch kurz auf der Eisenplatten. Ne, Eisenplatten müssen wir uns keine Sorgen machen. Das Ding läuft. Sogar so gut, dass man die Produktion vielleicht sogar noch boosten könnte, wenn man unbedingt wollte. Und hier kommen hier jetzt genug Eisenstangen rein. Nee, hier mangelt es jetzt an Eisenstangen. Oh Mann. Irgendwas ist immer. Wirklich, hier werden jetzt genug Platten produziert und jetzt mangelt es an Stangen, oder wie? Das ist doch lächerlich. Wo kommen denn die Stangen her? Müssen wir jetzt die Stangenproduktion auch noch boosten? Es ist schon ein bisschen zum wahnsinnig werden hier. Ja, hier auch jetzt. Zu wenig Stangen für die Rotoren. Keiner braucht Rotoren, aber trotzdem brauchen wir die Stangen. Also wirklich. Wo werden denn hier die Stangen produziert? Die Stangen werden hier produziert. Ja, ich kann jetzt im Grunde momentan nicht viel mehr machen, als das auf 150% drehen. Dadurch die Stangenproduktion ein bisschen erhöhen. Das wird jetzt nicht die Welt ausmachen, aber wie gesagt, ich kann wirklich nicht mehr machen. Ah, ich kann doch mehr machen. Ich weiß nicht, wo die Stangen hinfahren. Ich glaube, die kommen zu uns ins Lager, ne? Ja, da geben wir ein bisschen was ab davon. Einmal splitten. Da muss ich jetzt schauen, dass das irgendwie hinhaut. Das könnte nämlich Probleme geben. Jetzt schauen wir mal. Einmal splitten, einmal fusionieren. Ne, die sind zu nah beieinander. Die muss ich dann wieder so weit voneinander trennen, dass es möglichst trotzdem möglich ist. Ja, das geht. Das geht. Und es sieht auch noch echt irgendwie cool aus. Genau, nehmen wir ein bisschen was von der Produktion mit auf die andere Schiene. Weil zu uns muss wirklich nicht so viel fahren. Genau genommen fährt zu uns gar nichts mehr. Weil alles voll ist mit Stangen. Halt! Brauchen wir jetzt ein schnelleres Fließband. Da oben. Ich glaube nicht. Nee. Okay, jetzt ist das Ergebnis wieder verfälscht, weil der Tank hier wahrscheinlich voll ist und erstmal geleert wird. Oder produziert das schnell genug, dass der nie leer wird? Doch, der wird leer. Das heißt, das ist jetzt vielleicht wieder nur ein vorübergehender krasser Boost und danach ist der Boost wieder nicht mehr so gut und man weiß es immer nicht und alles ist bescheuert und wie das halt so ist. Aber jetzt dann, demnächst, die nächste Zeit, dürften hier zumindest mal wieder genug Stangen reinkommen. Zumindest für die Rotoren reicht's, die sind mir aber eigentlich wurscht, aber wenn es für die Rotoren reicht, reicht's wahrscheinlich auch für hier. Naja, warten wir mal kurz ab, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Na doch, sieht gut aus. Aber so knapp, dass ich sagen würde, wahrscheinlich nur momentan. Und wenn dann unten das Stangenlager leer ist, wird es wieder knapp. Momentan machen wir aber sogar ein leichtes Stangenplus. Ich mache mal einen kleinen Puffer noch rein. Na,
Was wird hier gleich nochmal produziert? Einfach nur Platten, ne? Die. Ja, okay. Aber gut, okay. Die Würfelproduktion kann jetzt tatsächlich auf 100% laufen. Vielleicht nicht für immer, vielleicht nicht mal lange, aber hoffentlich schon. Aber das ist ja nur die In-House-Würfelproduktion. Wir haben ja noch die Außerhalb-Würfelproduktion. Jetzt schaue ich nochmal ganz nach oben, wo wir vielleicht auch nochmal für die Schrauben neue Fließbänder verbauen müssen. Gut, jetzt haben wir genug Schrauben. Jetzt mangelt es am Stahlbeton. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es echt lustig. Aber hey, ich kann das jetzt wenigstens vorübergehend mal schnell boosten ein bisschen. Jetzt wird zu wenig Stahlbeton. Man kann hier wirklich ewig optimieren. Und dann, wenn man fertig ist, kann man noch ein bisschen weiter optimieren. Wo wird Stahlbeton hergestellt? Das muss schon relativ hoch sein, ne? Vielleicht sogar direkt unter uns. Moment, hier wird Stahl, hier wird ein Stahlträger erst hergestellt. Dann müsste der Stahlbeton eh oben hergestellt werden. Im gleichen Stockwerk. Wirklich jetzt? Muss ich nochmal gucken. Nee, das Fließband führt raus. Wenn das das ist. Und das ist das. Dann werden die unten hergestellt. Jetzt ist es aber mysteriös hier. Das ist das Fließband. Ah ja, hier werden die hergestellt. Zu wenig Beton, dass ich das noch erleben darf. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Zu wenig Beton. Und der Beton fließt ja im Grunde schon oder von ganz unten hier hoch. Ich glaube, da können wir was machen. Wenn das alles ist, das kriegen wir hin. Sonst kriegen wir nie die 1000 Würfel für unsere blöde Raumraketenstation. Oh, oh, wir sterben. Nee, okay, danke. Die super Beine haben uns, glaube ich, gerettet. So, das ist leer tatsächlich. Das Betonlager ist leer. Das hier geht über. Das ist das, was zu uns geliefert wird, was wieder überhaupt nicht notwendig ist im Grunde. Das heißt, ich mache wieder die Abzweigung des Todes. Wir splitten irgendwo da hinten und fusionieren irgendwo da vorne, wenn es geht, hoffentlich, bitte. Ach komm schon, man kann doch wohl irgendwo hier ein Fusionsdingens dran bauen. Das muss doch nicht immer alles so kompliziert sein hier. Also scheinbar ja schon, aber warum muss es denn immer so kompliziert sein? Ach so, weil wir keine Stäbchen haben. Das könnte ein Problem sein. Dann holen wir schnell Stäbchen. Man wird schon ein bisschen verrückt. Aber der Spaß überwiegt. Haben wir nirgends Stäbe auf hoher Kante? Doch, hier.
kommt her. Hey, ich manchmal bin im Mager nicht, wenn ich doppelt klicke. Okay. So geht's mir gerade. So. Bevor jetzt hier die Produktion ganz abreißt, versuchen wir das mal zu flicken. Jetzt hätte es wahrscheinlich anders ja doch funktioniert, aber jetzt ist es schon zu spät. Jetzt machen wir es so. Okay, ja, okay. Zwacken wir hier gleich zwei Drittel ab. Warum nicht? Jetzt schauen wir, ob das noch flüssig läuft, wenn das hier dazu kommt. Nein, tut's nicht mehr. Laufen nicht alle drei flüssig, ist zu viel. Finde ich gut. Das bedeutet nämlich, dass wir hier upgraden müssen. Stufe 3 Förderband sollte aber leicht reichen. Oh mein Gott, was habe ich mir da jetzt angetan? Wisst ihr, wie viel Förderbänder wir jetzt upgraden müssen? Schon 3, 4. Oh Mann. Also erstmal 100 Millionen Förderbänder und dann von außen, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, immer den ganz rechten von allen Aufzügen müssen wir dann auch noch upgraden. Was tut man nicht alles für seine Betonlieferung? Oh nein, warum kommen da jetzt 2 Betonbahnen rein, bitte? Die wird zu uns abgeliefert, ne? Die kann mich quasi mal. Die ist die wichtige. Das ist die wichtige. Okay. Das wird halt wirklich ganz unten produziert und fährt bis in den obersten Stock hoch. Moment, das stimmt jetzt nicht. Da habe ich jetzt was Falsches abgegradet, oder? Hier kommt gerade Beton rein. Kann das stimmen? Bin ich jetzt... Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, muss ich zugeben. Jetzt müssen wir von außen aber trotzdem die richtigen Aufzüge noch finden. Wisst ihr was, wenn ich genug Stahlbetonträger habe, upgrade ich, werden einfach alle Aufzüge abgegradet jetzt. Weil, früher oder später, hä, sind die schon abgegradet? Nee. Manche schon. Okay, da unten muss nichts abgegradet werden. Und die müssen es ja sein. Irgendwelche von denen sind die richtigen. Das machen wir jetzt gegenüber auch noch. Und dann muss ich nochmal in jedem Stockwerk kontrollieren, ob es auch wirklich flüssig durchfließt. Dann passt es aber. Ich weiß wirklich nicht mehr, welche hier die richtigen sind. Ach, wenn ich die upgrade, dann fliegt das Zeug in mein Inventar. Deswegen habe ich jetzt hier ganz viel Computer und so Sachen. Weil die alle gerade da drin verbaut wurden. Wartet mal. Warum ist denn das da? Warum ist denn das da, wie es ist? Warum steht da oben einfach ein Rotor und wird nirgends hin transportiert?
Was ist denn da los? Das ist ja seltsam. War das schon immer? Müssen die Rotoren irgendwo hin oder so? Naja, ich habe da noch theoretisch ein Fließband mit Rotoren, falls wir mal eins brauchen. Gut zu wissen. Das da oben, oder? Das sollte, glaube ich, eigentlich in den oberen Stock mit transportiert werden irgendwann mal. Habe ich wohl irgendwie vergessen oder so. Fehlen die nicht irgendwo in der Produktion? Okay, das sieht jetzt sehr gut aus. Das sieht sogar so gut aus, dass wir das wahrscheinlich sogar jetzt wirklich boosten könnten mit der Schneckenpower. Aber momentan werden jetzt die Träger wieder mit voller Geschwindigkeit hergestellt. Aber wo, um Himmels Willen, fehlen die Rotoren? Motoren werden ganz oben hergestellt. Wo kommen denn die Rotoren her, die ich benutze für die Motoren, wenn das nicht die sind? Ich habe keine Ahnung, aber es funktioniert. Ach, die produziere ich ja irgendwo anders, ne? Nur weil ich... Stimmt, die produziere ich ja da hinten, wo ich jetzt auch die ganzen Schrauben produziere. Nur weil ich vergessen habe, dass die hierher geliefert werden. Hier fehlen anscheinend Statoren jetzt mittlerweile, damit die Motoren ordentlich produziert werden können. Warum denn das jetzt schon wieder? Weil zu wenig Kupferdraht hier ankommt. Warum denn das jetzt schon wieder? Man könnte hier so viel optimieren und das mache ich auf lange Sicht auch, aber da brauchen wir erst wieder ein paar Schnecken. So, jetzt kommen genug Stahlträger, jetzt sind es wieder die Module, die fehlen, aber nach und nach, schön langsam, nähern wir uns hier einer besseren Produktion an. Aber die Würfel sind halt jetzt schon auch ein bisschen lahmarschig, oder? Zwei Würfel während der ganzen Produktionsphase hier. Ich weiß schon, dass das nicht wirklich was bringt, aber wenigstens, wenn sie da beim Knotenpunkt angekommen sind, sind sie quasi dann auch schon in der Maschine. Das ändert natürlich nichts am insgesamt Flow. Wenn nicht mehr produziert werden, werden nicht mehr produziert, aber... Naja. Okay, die Maschine arbeitet jetzt immerhin mit einem Drittel Effizienz. Die Computer arbeitet dafür, die Computermaschine arbeitet schon relativ gut. 95%, das ist gut. Ach ja, Leute, machen wir schon wieder Schluss für heute. Ich weiß, wir haben nicht viel gemacht, außer von Maschine zu Maschine geguckt, aber so ist manchmal das Leben. Und jetzt schauen wir mal, wie viel tatsächlich schon produziert wurde und vor allem... Oh, okay. Eines machen wir noch, Leute. Die Forschung für die Quarzdinger dürfte jetzt sowas von doppelt und dreifach abgeschlossen sein. Dann kriegen wir zum Schluss noch ein Highlight. Wir sehen, was wir Neues machen können. Wenn wir für das Standardquarz schon den coolen Forschungsbuggy bauen können, was kriegen wir dann erst für die verbesserte Quarzstufe? Vielleicht ein Scheiß. Vielleicht aber das Schönste der ganzen Welt. Die schönste Praline der Welt. Schauen wir mal. These particular quartz-based crystal oscillators are optimal for limited radar technology. R&D has provided a new milestone in Tier 5 with a derived building. Radartechnologie reveals an area around itself on the map. The area grows over time to the max. Ach so, to a max. Placing the tower higher up increases the max area. Aha, Karte Aufdeckturm.
Jetzt weiß ich nicht, wie groß das Gebiet ist, das der freilegt, aber da würde ich jetzt an unsere Außenposten eventuell schon so Radartürme mal hinstellen und schauen, wie groß die werden. So hoch wie möglich. Ein Radarturm bei unserer Kristallfarm ist da auf jeden Fall nützlich zum Beispiel. So können wir dann die Map vielleicht aufdecken nach und nach. Wäre ja interessant. Aber sonst nix. Schade eigentlich, ne? Schade, dass sonst... Nicht, dass das nicht cool ist, aber... Schade, dass es nicht noch mehr ist. Na gut, aber dafür... Müssen wir jetzt, glaube ich, wirklich keine Quarz-Oszillatoren-Massen produzieren, oder? Ich glaube, dass ich da das Quarz, das hier angeliefert wird... Ich glaube, wir haben uns viel zu viel Aufwand gemacht. Ich dachte, Quarz ist wichtiger. Ich glaube, das angelieferte Quarz liefern wir von da hinten einfach irgendwo in unsere Produktionshalle, wenn wir noch einen Anstöpselpunkt finden. Und fertig. Ich glaube, dann machen wir gar nicht sehr viel mehr. Weil die paar Oszillatoren, die wir bauen, die... Machen wir per Hand. Na gut, Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.